Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind auf der Reise- und Caravanenmesse in Erfurt und schauen uns ein paar Reisemobile an. Kommt mal mit. Der Jotty Van 60T. 60 bedeutet, der ist 6 Meter lang. Hier auf der Messe. Sieht schon im Eingangsbereich richtig toll aus, ne? Ja. Ja, mit dem tollen Logo Jotty Line. Ja, tolle Dinette. Ich habe mal im vorderen Bereich auch gleich den Oscar-Bahn Küchenverlängerung zum Tisch. Schließt auch wunderbar ab. Mit der Küche? Ja. Ja, auch gut verarbeitet. Mhm. Ja. Und den Tisch, der lässt sich auch wieder ausklappen, ne? Ja. Tolle Sitze, ne? Mhm. Jetzt weiß ich, ob das Leder ist, ob das wahrscheinlich ein Imitat, ne? Ja. Ja, hier oben hat man wieder ein Ablagefach. Ziemlich groß. Hier hat man zwei kleinere Fächer. Lässt sich durch einen Druckknopf sehr leicht öffnen. Also gut gemacht. Fenster wieder mit Fliegenschutz bzw. auch Verdunkelung. Also was hier ganz toll ist an dem Tisch, wenn ich mal ganz kurz einhaken darf, du kannst den hier einmal umklappen. So um. Ja, das wird hier reingeklappt. Und dann kann man den da unten, wieder weg ist, einmal umklappen. Einmal umklappen, ne? Richtig schön Beinfreiheit hast, wenn du fährst. Genau. Ja, das ist auch ganz toll gemacht. Ja, haben sie toll gemacht. Hier unten hat man noch eine Klappe. Mhm. Ah ja, da ist die ganze Technik verbaut. Ah, okay. Ganze Elektronik. Hm. Hinten haben wir wieder einen Ausströmer von der Heizung auch noch. Hier unten auch. Mhm. Ja, ein schönes Fahrzeug, ne? Ja. Hier oben Sattellager und zwei USB-Anschlüsse. Ja, im vorderen Bereich hat man auch noch mal einen Schrank drücken. Ja, mit zwei Fächern, also viel Stauraum. Ne? Küche wieder mit zwei Kochfeldern und einem kleinen Spülbecken leider nur. Aber mit Piezozündung. Ne? Hier vorne hat man dann 12 Volt. Ne? Ja, und einmal eine richtige Steckdose. Ja, hier kann man auch das Licht steuern. Und hier oben hat man auch die Steuerung für das gesamte Fahrzeug, wo man letztendlich das Licht auch an- und ausmachen kann, Wasser etc. Und hier hat man die Truma-Heizung. Mhm. Hier hat man auch noch Schubfächer, ja, wieder mit Softclose, auch ein großes und da unten drunter noch ein großes. Schön gemacht, hier hat man auch noch einen Spiegel. Ja, über den Kühlschrank hat man noch eine schöne Ablagemöglichkeit. Ja, und der Kühlschrank ist richtig groß hier, ne? 135 Liter, ne? 135? Ja, ich glaube, ja. Kompressorkühlschrank, ne? Ja, also der ist richtig groß. Wenn ihr das mal anschauen wollt. Also der Kühlschrank mit dabei? Ja. Ja, das ist toll. Auch herausnehmbar, das heißt, den kann man auch vergrößern, wenn man möchte. Also gut gemacht. Ja, und hier hat man wieder den Kleiderschrank mit integriert in der Dusche. Das heißt, hier ist dann wieder der Kleiderschrank. Auch absolut groß und ausreichend. Ja, und aus Platzgründen macht man es auf. Und hat auch wunderbar hier die Dusche. Ja, und dort halt der Kleiderschrank, ne? Also seine vorher eingepackten Sachen kann man sich da nach dem Duschen gleich anziehen. Genau. Hier unten ist nochmal zum Einsteigen die Dusche. Kann man auch separat so abtrennen. Ja, also wirklich gut gemacht. Aber weißt du, was ich auch ganz toll finde? Ja? Wenn du hier unten die Tür zumachst, kannst du hier sogar einen Hund drin duschen. Der kann dann nämlich nicht wegrennen. Ja, genau. Ja, und hier hat man sogar eine separate Glastür, die man zumachen kann. Oh ja. So, dass man wunderbar einen abgesperrten Bereich hat, wo man richtig schön duschen kann. Also richtig gut gemacht. Gefällt mir richtig gut an dem Fahrzeug hier. Ist das an der Seite mit Magnet? Ja. Die Tür wird mit Magnet gehalten.
Ja, dann hat man hier noch, jetzt zeige ich mal, wo wir sind. Hier noch eine Tür. Ja, und da habt ihr euch sicherlich schon gefragt, wo ist die Toilette? Hier hat man ein richtig großes Bad noch. Also mit einem schönen Waschbecken, Pferdfort-Toilette. Soll ich mal reingehen, mal gucken, wie groß die ist? Da oben hat man nochmal so Ablagemöglichkeiten. Ja. Bisschen Schrank fehlt hier, aber hier oben hat man noch einen Spiegelschrank, oder? Ja. Ja, Tatsache. Mhm. Hier oben hat man auf jeden Fall noch ein Fach. Seine Kleinigkeiten auf jeden Fall, ne? Ja, und in dem Fahrzeug hat man hier tatsächlich noch ein Dach. Ne? Ja. Und auch einen richtig großen Spiegel hier noch in der Tür mit integriert. Also richtig toll gemacht. Und man kann tatsächlich den Bereich auch absperren. Ich musste da reinstecken schon mal. Ah ja. Ja, das ist toll, oder? So, jetzt hat man getrennt. Ja. Im Prinzip den vorderen Bereich, Wohn- vom Schlafbereich. Also das finde ich gut, ja. Oh. Ne? Also richtig schön gemacht. Ja, ein tolles Fahrzeug. Ja? Mach nochmal die Tür zu, bitte. Dann können wir es nochmal zeigen. Ist natürlich, man darf nicht, glaube ich, zu viel sein. Es ist schon. Oder man muss sich halt wirklich. Ja, aber die ist ja flexibel, die Tür, ne? Ja, du kannst sie so aufmachen, dann drückst du sie einmal so gegen. Ne? Und dann kannst du sie so aufmachen, zum Beispiel. Ne? Genau. Die geht bis wohin? Ja. Bis hier hin. Also, es geht schon. Ich habe es nur falsch gemacht. Ja. Also, so wie immer. So, das Bett ist normal groß, ne? Ja, warte mal schon dazu. Also den finde ich ganz toll hier im Schrank. Mhm. Der ist echt super. Ja, hat man auch schön viel Platz, ne? Genau, also das ist echt. Ja, das Bett kann man auch wieder hochklappen, ne? Genau. Ganz cool hier. Hier unten hat man auch noch Schränke drin, da können wir aber gleich nochmal von hinten gucken. Genau, die Garage gucken wir uns gleich mal an. Hier oben hat man jeweils auf jeder Seite noch Schränke. Ja, ich gehe mal kurz da hinten. Zeige ich das mal von unten. Ja, eine ausreichend große Garage, ne? Also hier hat man noch ein Fach. Wahrscheinlich sind hier die. Kommen hier die Gasflaschen rein? Ja, passen locker zweimal 5 Liter Gasflaschen rein mit dem Absperrhahn hier. Ja, und das Bett ist groß genug, ne? Also ich nehme mal ganz stark an, dass wenn man die Matratze hochmacht, wahrscheinlich auch die Teile. Ja, also wenn man Matratze hochmacht, dann, genau, dann kann man das ja festmachen, ne? Genau, da kann man die Fahrräder reinpacken, ne? Und ja, da oben die Fächer sind auch groß genug, ja, ne? Hier mit Druckknopf, ne? Zwei Stück hier an jeder Seite. Ist auch ein bisschen tiefer, ne? Ja, genau. Und da hat man auch nochmal Licht. Also rundum ein schönes Fahrzeug, ne? Ja, das war der Jotti T60 hier auf der Messe. Ein richtig schönes Fahrzeug.